Meine liebe Waage, das ist das allgemeine Monatshoroskop für August 2020. Bis zum 8. des Monats bildet Merkur eine Opposition zu Pluto, Saturn und Jupiter in Steinbock. In dieser Zeit könntest du eine kurze Phase der Anspannung erleben, die dich sehr verunsichern kann. Du solltest besonders vorsichtig sein, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Zwischen 1. und 4. des Monats bildet Mars einen Quadrat zu Jupiter. An diesen Tagen hast du besonders viel zu tun. Falls zutreffend, wirst du dich mit einem Menschen viel beschäftigen und versuchen, ihm von etwas zu überzeugen. Meinungsunterschiede können die Folge davon sein. Am 3. August haben wir unseren Vollmond in Wassermann. Es stellt sich die Frage, ob du dich eine Auszeit gönnen kannst oder nicht. Themen wie Bildung, Kinder und Urlaub können in den Vordergrund treten. Zwischen 10. und 13. des Monats haben wir Mars Quadrat Pluto. Konflikt mit Partnern oder Familienangehörigen ist möglicher denn je. Das Unfallsrisiko steigt bei vielen Wagen deutlich an. Am 14. haben wir Mond in Zwillinge und er bildet einen Sextil zu Mars. Versuche bitte eine Sache nach dem anderen zu erledigen, ansonsten könnte eine Sache nicht dorthin gelangen, wo sie benötigt wird. Am 15. haben wir Uranus rückläufig in Stier. Bis Anfang 2021 könntest du finanzielle Instabilität haben, daher empfiehlt es sich, finanzielle Belange rechtzeitig zu klären und zu regeln, sodass man nächstes Jahr stabile Verhältnisse hat. Zwischen 15. und 18. hast du einen Sextil zwischen Venus und Uranus. In den Bereichen der Liebe und der Familie dürfte viel Abwechslung geben. Berufstätige werden unerwartet eine Situation erleben, die sie stark überlastet. Wir haben dann am 19. einen Neumond in Löwe. Gesellschaftliche Anlässe sind gut beeinflusst. Du solltest die Gelegenheit nutzen, eine Sache mit einem Menschen zu besprechen, die mit dem Thema Geld oder Besitz zusammenhängt. Zwischen 20. und 24. August bilden Saturn und Mars einen Quadrat zueinander. Du kannst ein Kapitel in deinem Leben abschließen, dennoch ist der Weg steinig und schwer begehbar. Es ist nicht die richtige Zeit, neue Initiative zu ergreifen, denn ansonsten würde ein Gefühl entstehen, als würde man gegen eine Wand stoßen. Zwischen 25. und 29. haben wir einen Spannungsaspekt zwischen Merkur und Jupiter. Pass gut auf deine Sachen auf, meine liebe Waage, und passe auch auf deine Gedanken. Man kann sich leicht täuschen lassen in dieser Zeit. Ein Mensch kann sehr empfindlich und beleidigt auf etwas reagieren. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 30. und 31. August eine Opposition zwischen Venus und Pluto. Der Kontakt zu jemandem dürfte sich am Monatsende intensivieren. Vergewissere dich, dass jemand ehrlich und respektvoll mit dir umgeht. Liebe Waage, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für August 2020. Wenn du eine individuelle Vorausschau brauchst, meine Daten findest du bei der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Viel Glück, bleib gesund und bis zum nächsten Video.